Hallöchen meine lieben Balkongartenfreunde. In diesem Video zeige ich euch, was wirklich genial ist. Weil es ist so einfach nachzumachen und man hat davon wirklich einen guten Nutzen. Wir machen zusammen eine Kamillentinktur aus den frischen Blüten der Kamille. Die große Heilwirkung von der Kamille ist bekannt. Sie wirkt antibakteriell, desinfizierend und entzündungshemmend. Daher kann man auch den sogenannten Kamillentee sehr gut als Mundspülung bei Zahnschmerzen oder Zahnfleischentzündungen anwenden. Aber eine Kamillentinktur ist hier noch viel wirksamer, denn durch den alkoholischen Auszug können noch mehr Inhaltsstoffe gelöst werden. So eine Tinktur aus Kamille wirkt wundheilend und auch antimykotisch, also gegen Pilze. So tropft man zum Beispiel auf eine betroffene Stelle ein paar Tropfen Kamillentinktur und dies kann dann zur Heilung beitragen. Die bekannteste Anwendung einer Kamillentinktur ist sicherlich bei Hautunreinheiten wie Pickel und Akne. Hier kann sie entzündungshemmend und desinfizierend wirken. Man beachte hier auch, dass Kamille und der Alkohol die Haut austrocknen. So ist danach eine leicht fettende Pflege von Vorteil, aber das hängt natürlich auch von deinem Hautbild ab. Eine Kamillentinktur kann auch als Basis oder Zusatz für Salben und Cremen verwendet werden. Ihr seht, so eine Kamillentinktur sollte in keiner Hausapotheke fehlen. So, wie mache ich aber nun meine Kamillenblütentinktur? Ja, dazu nehme ich einfach hier so ein Schraubglas und ernte jetzt frische Kamillenblüten von meinem Balkongarten. Unmittelbar danach gieße ich hochprozentigen Alkohol dazu. Dies kann ein Schnaps von ca. 40% sein. Ich fülle ungefähr die doppelte Menge an Alkohol hinein und dann schließe ich das Glas mit dem Deckel. Nun lasse ich alles an einem lichtgeschützten Ort für ca. 2 Wochen stehen. Einmal pro Tag oder zwischendurch das Glas kräftig schütteln, damit die Blüten gut mit Alkohol getränkt werden und sich alle Wirkstoffe gut lösen können. So, jetzt sind 2 Wochen vergangen und ich kann auch schon die Kamillentinktur umfüllen. Dazu nehme ich eine Tropfflasche in hochwertigem Violettglas. Ist zwar etwas teurer, aber das Beste, was man ja kaufen kann. Verlinke ich euch gerne auch nochmal unter dem Video. Dann brauche ich noch ein Schraubglas, wo ich zuerst die Tinktur hineinfiltere. Dazu verwende ich einen Trichter und ein Passiertuch. Beziehungsweise kannst du hier auch einen sauberen und feinen Baumwollstoff verwenden. Vielleicht hast du ja noch ein altes, kaputtes, weißes T-Shirt irgendwo herumliegen. Kaffeefilter könnte man auch nehmen. Ich finde es aber so mit Passiertuch einfach besser. Jetzt wird alles abgeseiht und zum Schluss drücke ich noch den Rest Flüssigkeit aus den Blüten heraus. Das Ganze fülle ich jetzt mit einem kleinen Trichter in die Tropfflasche. Und fertig ist die Kamillenblütentinktur. Jetzt noch mit einem Etikett versehen, damit man auch immer weiß, wann man was gemacht hat und was drinnen steckt. Ja, und nun kann man die Tinktur nach Belieben weiterverwenden. Und mit diesem hohen Alkoholgehalt hält sich die Kamillenblütentinktur natürlich auch fast auf unbestimmte Zeit. Aber bis dahin habe ich sie schon verwendet. Ja, meine Lieben, hat euch mein Video gefallen, dann lasst es mich wissen. Hoffe, dieser Tipp konnte euch auch sehr weiterhelfen. Ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis bald, euer Balkongärtner Christian. Ciao, ciao!